Ja, Professor Gerald Hütter, vielen herzlichen Dank und einen schönen guten Nachmittag, dass Sie heute bei mir sind in meinem Podcast. Und ich bin sehr, sehr, sehr erfreut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über das Thema Potenzialentfaltung, über die Frage, kann man die Welt retten, kann man Unternehmen retten oder auch nicht? Und was braucht es, um sich wirklich auch dann richtig zu entscheiden? Ich glaube, das wären so drei Themenfelder, die sehr spannend wären, wenn wir die in diesem Podcast gut beleuchten könnten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Ziegler, ich habe mich gefreut und finde es auch interessant, dass wir beide den gleichen Vornamen haben. Wir können uns also Genau. mit Gerald anreden. Ja, gerne. Aber ja, wir sind in einer schwierigen gesellschaftlichen Übergangsphase. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man versucht, ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich passiert, weil es nicht so sehr das Wissen ist, was uns fehlt. Also Wissen kann man ja überall herkriegen. Und deshalb ist es nett, dass es im Deutschen noch so ein zweites Wort gibt, das heißt begreifen. Da merken Sie schon, das Wissen ist rein kognitiv, das mache ich hier mit dem Kortex irgendwie. Und da ist aber, ich kann etwas wissen und es trotzdem ganz anders machen, weil es mich nicht berührt, weil es nichts mit mir zu tun hat. Also Wissen ist irgendwas sehr, was sehr Oberflächliches und deshalb können wir das ja auch in unsere digitalen Geräte auslagern, in die Datenbanken. Interessanter wird es, wenn es darum geht, dass man wirklich etwas begreift. Da haben wir im Deutschen dieses schöne Wort, wo es schon mit den Händen weitergeht. Und das Allerschönste ist dann eben das, wo es den ganzen Körper erfasst und was wir dann im Deutschen mit diesem wunderbaren Begriff verstehen. Ausdrücken. Also wenn ich etwas wirklich, wirklich verstanden habe, kann ich nicht so weitermachen wie bisher, weil es mich als Ganzes erfasst hat. So müsste man diese Begrifflichkeiten auch in der Praxis und im Alltag auseinanderhalten. Das machen wir natürlich nicht und damit entsteht eine Sprache, mit der man sich auch ständig missversteht. Und was meine Intention ist als Hirnforscher, ist Verständnis zu wecken. Ich will niemandem Wissen beibringen, das interessiert mich nicht weiter. Wenn er etwas begreift, finde ich schon ganz gut, aber wenn er es versteht, wäre es toll. Das versuchen wir jetzt mal miteinander. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen, dass wir es versuchen. Aber vielleicht spulen wir noch ein kleines Stück zurück. Also es ist zwar, ja, dich vorzustellen, denke ich immer, Eulen nach Athen zu tragen, weil ich glaube, du bist schon sehr, sehr bekannt und bist so ein, ich glaube, der bekannteste Gehirnforscher in Deutschland. Und dein Thema ist ja wirklich auch dieses neue Zusammenleben auch wirklich zu verbreiten. Und da bist du ja in sehr vielen Initiativen tätig, auch in schulischen Initiativen. Ich habe übrigens die Jamila Dressel auch schon interviewt. Die war erst vor einer Woche bei mir, oder den Peter Spiegel, der ist jetzt letzte Woche veröffentlicht worden in seinem Podcast-Interview. Und so gesehen, denke ich, haben wir heute eine gute Ergänzung von diesen Themen. Und ich möchte dich aber ersuchen, vielleicht am Beginn noch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die deine Themen noch nicht so gut kennen, auch wenn es für dich vielleicht schon eine x-fache Wiederholung ist, mal zu schauen, wieso haben wir uns denn überhaupt so verwickelt in unserem Gehirn im Laufe unserer Entwicklung? Ich denke, da haben wir ja auf der einen Seite ganz viele Fortschritte gemacht im technischen Bereich, aber auf der anderen Seite denke ich, bei uns Menschen haben wir uns auch schon ziemlich stark in unserem Sein verwickelt, wie du auch richtig sagst, und es ist jetzt einfach Zeit, uns auch zu entwickeln oder ja, aus diesen Verwicklungen Das herauszuarbeiten. ist schon wieder so ein schönes Sprachspiel. Genau. Kürzlich hatte ich eine Dame aus einem großen Unternehmen zu so einem Podcast und habe ich sie gefragt, was machen Sie denn da in dem Unternehmen? Hat sie gesagt, ich bin Personalentwickler. Dann habe ich sie gefragt, und aus welchen Verwicklungen wollen Sie Ihre Mitarbeiter befreien? Genau. Und da ist sie vollkommen durcheinander gekommen, Nee. weil als Entwickler versteht man sich ja als jemand, der den anderen in eine bestimmte gewünschte Form bringt. Aber als Entwicklungshelfer wäre man ja jemand, der einem anderen dabei hilft, sich aus den Verwicklungen zu befreien, in die er geraten ist. Also spannend. Und ja, ich bin aber so nicht auf die Welt gekommen, dass ich solche Themen wälze, sondern ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt, habe dann mich in die Vielfalt des Lebendigen verliebt, habe dann gedacht, oh, dann studierst du Biologie, habe dann mich auch hingesetzt und bin von einem der schlechtesten Schüler dann relativ schnell zu einem der besten geworden. Durfte das dann studieren, das war noch in der damaligen DDR. Und
Und habe dann als Biologe versucht zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Und das hat mich dann dahin gebracht, dass ich gesagt habe, am spannendsten ist, wenn du dich mit dem Hirn befasst. Und bin ich Neurobiologe geworden und habe dann jahrelang experimentelle Hirnforschung gemacht, wie man das sich so wünscht oder wie man sich das auch draußen so vorstellt. Ich war dann Experte geworden für serotonerge Oh, klingt ziemlich cool. Präsynapsen. Das klingt cool und gibt es vielleicht 20 auf der ganzen Welt und Okay. die erzählen sich dann alle und schreiben in den Artikeln dann immer, was sie so gefunden haben. Dann habe ich aber gemerkt, dass das nicht das war, wofür ich eigentlich angetreten war. Und Das heißt, da bist du nicht im tiefsten des Lebendigen da war ich gewesen. in einer Sackgasse gelandet. Also jedenfalls in einem sehr tiefen Loch, wo man auch kaum noch das helle Tageslicht gesehen hat. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du jetzt irgendwie raus. Und ich hatte auch Glück, ich bin in eine Zeit hineingeboren worden und als Hirnforscher tätig gewesen, als sich da so ein riesiger Paradigmenwechsel abgespielt hat. Der ist ja bis heute den meisten noch gar nicht so richtig klar, weil ja immer die alten Narrative aus dem vorigen Jahrhundert hier weiter umgeschleppt werden. Also das Gehirn wird nicht durch genetische Programme zusammengebaut. Es gibt überhaupt niemanden, der dieses Hirn in irgendeiner Weise zusammenbaut, sondern das ist ein sich selbst organisierender Prozess. Im Grunde genommen wie bei einem Unternehmen, wenn der Unternehmer nicht mit einer festen Vorstellung dran geht und es gleich genau von Anfang an weiß, wie das werden soll. Wenn er das nicht macht, ist es wahrscheinlicher, dass sich das Unternehmen unterwegs erst herausbildet, dass sich dann verschiedene Abteilungen bilden und das ist ein sich selbst organisierender Prozess. Wunderbar. Und so ist es auch mit dem Hirn. Die Vernetzungen im Hirn sind nicht festgelegt, sondern die sind zeitlebens umbaubar. Und das hat eine riesige Konsequenz für uns Menschen, nämlich das bedeutet, damit es umbaubar ist, darf nichts festgelegt sein. Und das ist der Grund dafür, dass sich unsere festen Verschaltungen, die dann unsere Triebe und Instinkte steuern, schon seit der Urzeit von den Primaten allmählich aufgelöst haben. Das heißt, unser Verhalten wird nicht mehr wie bei Tieren durch Triebe und Instinkte gelenkt, sondern, ja, und jetzt kommt, wodurch denn eigentlich? Und die Antwort heißt durch die Vorstellung, die wir im Laufe unseres Lebens aus den Erfahrungen, die wir in diesem Leben bis dahin gemacht haben, ableiten. Manche Vorstellungen übernehmen wir von anderen. Wir sind also auf eine fast prosaische Weise Suchende in dieser Welt. Wenn wir ehrlich sind, weiß keiner, wie es geht. Wir müssen es ausprobieren. Das geht leichter, wenn man sich mit anderen gemeinsam auf den Weg macht. Aber selbst das schützt einen nicht davor, dass man sich als Einzelner und manchmal sogar als Gemeinschaft, manchmal sogar als ganze Gesellschaft hoffnungslos verirrt. Das kennen wir alle. Und das ist dann die frohe Botschaft, die dann kommt. Und wir wollen ja hier keine Angstmacherei machen, dass man sich dauernd nur verirrt. Man kann sich verirren, aber man kann auch wieder rausfinden. Und dann ändert sich das Hirn dabei eben auch. Das heißt, wenn es zeitlebens umbaubar ist, darf man unterwegs auch mal in die Irre gehen. Man muss nur rechtzeitig merken, bevor man umgekommen ist, dass das eine Sackgasse gewesen ist und dann muss man die Kurve kriegen. Manche Menschen sind so überzeugt von ihren einmal hergeleiteten Vorstellungen, dass die dann nicht in der Lage sind, die Kurve zu kriegen. Das ist beeindruckend. Menschen können sich auch über Triebe und Instinkte hinwegsetzen. Menschen können sich sogar selbst töten, weil sie die Vorstellung haben, dass ihr Leben ohne diese Partnerin, die sie da jetzt verloren haben, keinen Sinn mehr macht. Das kann kein Tier. Da sieht man, wie stark wir von unseren Vorstellungen geleitet sind und diese Vorstellungen, ja, leiten wir ab aus den Erfahrungen, die wir machen. Und was im Hirn verankert wird, sind aber nicht die Probleme, die man hat, sondern die Lösung. Und das ist ja auch wichtig. So, was soll ich mir die ganzen Probleme merken? Obwohl wir ständig uns nur unterhalten über die vielen Probleme, die wir gehabt haben. Und dabei aber vergessen uns zu fragen, ja und, was hast du denn für eine Lösung gehabt? Und dein Vater hat dich geschlagen, wie sah denn deine Lösung aus? Und dann kommt plötzlich raus, kann sein, dass wenn man als Junge bei einem Vater groß wird, der einen schlägt, hat man natürlich ein heftiges Problem. Und dann muss man eine Lösung suchen. Und welche Lösung läge näher
als die, sich genau an dem für sein weiteres Leben zu orientieren, der erfolgreich mit einer bestimmten Verhaltensweise vorankommt. Also die Identifikation mit dem schlagenden Vater oder mit dieser Gewalt, die man einsetzt, um andere dazu zu bringen, dass sie so reagieren, wie man das selbst will, ist eine Lösung, die das Kind, es sucht nach einer Lösung und der Papa bietet sie ihm förmlich an. Und das geht uns allen so, nicht nur mit diesem furchtbaren Beispiel des Schlagens, auch dass es im Leben immer darauf ankommt, immer schön alles ordentlich zu machen, dass es immer darauf ankommt, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, dass man alles unter Kontrolle haben muss, dass man Karriere machen muss und reich werden muss. Also da gibt es ja nun ein ganzes Spektrum von lauter solchen Lösungen. Und wenn ich das so aufzähle, wird schon deutlich, ja, es gibt Lösungen, die dann auch ein ganzes Leben lang tragen könnten, aber es sind eben irrsinnig viele Lösungen dabei, die in die Sackgasse führen, in die Irre führen. Also jetzt haben wir das ja wieder gesehen bei der Pandemie, wenn es so viele Leute gibt, die glauben, sie könnten ein Virus besiegen, indem sie entsprechende Kontrollmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen einführen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Menschen sind, die den Zauber des Ungewissen und auch die Bereitschaft, sich auf die Unwägbarkeiten des Lebens einzulassen, die das längst verloren haben. Das ist ihnen fremd und die müssen dann alles kontrollieren und das Ergebnis davon ist, dass das, was die dann gemeinsam zustande bringen, auch immer furchtbarer wird, immer kontrollierter, immer, na, auch in der Firma, wenn sie einmal anfangen zu kontrollieren, am Ende haben sie Überwachungskameras auf dem Klo, um zu messen, damit die dort zubringen. Das sind so Themenfelder, die sich dann für mich als Hirnforscher aufgetan haben. Und ja, dann habe ich versucht, dieses Wissen so zu übersetzen, muss man ja schon fast sagen, dass es eben auch Leute verstehen, die nicht sich mit dem Hirn so sehr auskennen. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist, dass man sich mit dem Hirn auskennt. Man müsste sich aber ein bisschen besser mit dem Leben auskennen. Was ich ja spannend finde, ist ja, sorry, dass ich das unterbreche. Du hast jetzt gesprochen von den Erfahrungen, die wir als Mensch machen. Aber ich glaube, darüber liegen ja noch die Erfahrungen, die wir als gesamte Menschheit gemacht haben. Und was ich ja schon interessant finde, weil ja wir schon langsam wissen, dass diese Potenzialentfaltung ja nicht gegeneinander stattfinden kann, sondern nur miteinander und dass wir soziale Wesen sind, wie du ja auch erwähnst. Aber trotzdem haben wir nach wie vor ganz stark eingeprägt dieses Konkurrenzverhalten, dieses höher, schneller, weiter und ich muss besser sein wie der andere. Und ganz oft kommen die Leute ja dann an die obersten Führungsebenen, die sich da sozusagen noch mehr und noch intensiver durchsetzen. Ja, und da bin ich wieder froh, ein Hirnforscher zu sein, weil das ist so eine einfache Erklärung. Das haben wir jetzt schon seit 100 Jahren so gemacht. Das ist so wie so ein Erbe der Gesellschaft. Und jetzt machen wir das so weiter. Genau. Nein, nein, nein. Es wird jedes Kind, was in diese Welt hineinwächst, für diese Art von Denkweise vorbereitet und es wird ihm diese Art von Denkweise als Lösung angeboten. Und deshalb macht sich jedes Kind das immer wieder neu zu eigen. Das ist eine Riesenhoffnung. Das würde bedeuten, wenn es gelänge, von heute auf morgen unsere Kinder so groß zu ziehen, dass die ja zum Beispiel lernen, Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen, anstatt dass wir sie herumkommandieren und ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wenn Kinder lernen könnten, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, könnten die auch eine andere Welt schaffen. Die werden auch in den Betrieben als Mitarbeiter ganz anders unterwegs. Im vorigen Jahrhundert ging das nicht. Das war das Maschinenzeitalter. Da hat man nicht Leute gebraucht, die selber denken und Verantwortung übernehmen, sondern da hat man welche gebraucht, die das machen, was man ihnen gesagt hat. So, und dazu sind unsere Schulen, darauf sind unsere Schulen ausgerichtet gewesen. Dann hat man wieder so dieses übliche Phänomen, wenn es dann erst einmal sozusagen in Struktur gegossen ist, in Form eines Schulsystems, was dann über die Konkurrenz arbeitet, was Selektion betreibt, wo man nur durchkommt, wenn man also Druck gemacht kriegt. Und dann ist dann die Einstellung, die dann daraus erwächst, die heißt dann null Bock auf Schule.
Genau. Furchtbar. Ja. Also das, je mehr ich ein Heranwachsen in eine Situation bringe, wo der seinem natürlichen Entdeckerdrang und seiner Gestaltungslust nicht mehr nachgehen kann, desto mehr zwinge ich ihn als Lösung für diese missliche Erfahrung etwas zu finden. So, und die eine Lösung, die wir offenbar dadurch erzeugen und die bei vielen Jugendlichen dann auch spürbar wird im Laufe der Schule, ist, dass die ihren eigenen Entdeckerdrang und ihre Gestaltungslust so lange unterdrücken, bis es ihnen nichts mehr ausmacht, von anderen gegängelt und umhergeführt zu werden. Das Ergebnis davon ist, dass dann die Lernlust dahin ist. Und so kommen sie dann aus der Schule, haben zwar gelernt, was man alles machen muss, damit man gute Zensuren kriegt, aber die eigene Freude, die Begeisterung an Mathe oder Physik oder Biologie oder an Gedichten und am Singen und an der Musik, das ist alles dahin. Das hat man sozusagen so, das hat der Schüler, wenn er es jemals gehabt hat, so unterdrücken müssen, dass das einfach im Hirn, da wachsen hemmende Verschaltungen über die Bereiche, aus denen das kommt, so lange, bis die so dicht sind, dass da nichts mehr rauskommt. Und dann kann man alles das machen, was einem der Vorgesetzte sagt. Und dann hat man schon keine Lust mehr auf Schule, wird man auch keine Lust aufs Tätigsein haben, was wir denn heute Arbeit nennen. Und dann arbeitet man nur, um Geld zu verdienen. Und in Wirklichkeit, neurobiologisch, ist diese Möglichkeit, selbst etwas gestalten zu dürfen, tätig zu sein, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das heißt, wenn jemand nur für Geld arbeitet, ist das ein Zeichen dafür, dass der sein Bedürfnis, als freier Mensch etwas gestalten zu wollen, so lange unterdrückt hat, dass nichts mehr weiter übrig geblieben ist als diese Art von Pflichterfüller oder diese Art von Vorstellungen, man würde nur arbeiten, damit man Geld verdient. Und dann ist alles andere, was dann kommt, ist eine Haltung geworden. Dann ist alles andere, was dann kommt, immer davon abhängig. Und so wird ja dann auch gefragt, wie viel gibt es dafür? Und dann haben sie eine Situation geschaffen, wo sie dann Mitarbeiter haben, die machen mit, solange es genug Incentives gibt. Und wenn das nicht mehr so ist, dann stellen die die Arbeit ein. Beziehungsweise solange der Druck aufrechterhalten Ja, wird. ich habe jetzt den Druck noch gar nicht genannt, aber das, der, ja, den können die im, den Druck kann man ja immer nur dann machen, wenn die Anzahl der Arbeitsplätze geringer ist als die Anzahl der Bewerber. Und jetzt haben wir im Augenblick ja sowas, das nennt man Fachkräftemangel, da dreht Genau. sich das um und dann Ja. fällt das Druckmittel weg. Ich drohe dir mit Entlassung und dann muss Ja. man es mit dem Belohnungs, Karotte versuchen. versuchen. Und ja, und als Hirnforscher kann ich nur sagen, macht mal ruhig weiter so. Das sind Abrichtungsmethoden, die da eingesetzt werden mit Belohnung oder Dressur. Man macht den Mitarbeiter zum Objekt seiner Vorstellungen, seiner Absichten, seiner Ziele, dann auch noch seiner Belehrungen und auch noch seiner Bewertungen und am Ende auch noch seiner Maßnahmen. Da ist kein Raum für das Erleben der eigenen Subjekthaftigkeit und der eigenen Gestaltungsfreude. Das muss alles weg, sonst hält man diese Mühle ja gar nicht aus. Und bei den meisten machen die Schulen ja auch schon einen relativ guten Job. Also muss man sagen, die liefern da heran, also junge Erwachsene, die hätten wunderbar ins vorige Jahrhundert gepasst. Aber heute braucht man eigentlich Menschen, die gelernt haben, einfach nur lustlos das zu machen, was ihnen gesagt wird, und damit viel Geld dann vielleicht verdient wird oder Karriere gemacht wird, die sich immer nur nach anderen richten. Die braucht heute, glaube ich, in modernen Unternehmen niemand mehr. Man würde Leute brauchen, die mitdenken, die sich für das Ganze verantwortlich fühlen, die auch selbst dort was gestalten, was einbringen, Kreativität, die Fähigkeit im Team mit anderen nach Lösungen zu suchen, also auch mit Dienstleistern und Kunden und Lieferanten so umzugehen, dass die auch gerne mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist ja alles, sind ja alles Fähigkeiten, die ein Mensch nicht erlernen kann. Das ist ja immer Ausdruck einer bestimmten Haltung. Haltung, ja. So, und da können Sie hundertmal einen Kurs machen, wie der Kundenberater mit seinen Kunden umgehen muss. Das bleibt alles Mechanik und jeder Kunde, der das erleben muss, merkt, dass da einer vor ihm sitzt, dem das im Grunde genommen vollkommen egal ist.
Und der da einfach seinen Plan abarbeitet. Und mit solchen Leuten ist kein Staat mehr zu machen. Das ist vorbei. Und Ja. was wir dann immer versuchen, ist eben durch so Kurse und Belehrungen und Maßnahmen das Verhalten unserer Mitarbeiter zu verändern. Und was wir dabei vergessen, und das kann ich dann eben nun auf einmal neurobiologisch so schön begründen, ist, dass das Verhalten Ausdruck einer Haltung ist. Also die Haltung, diese innere Einstellung des Mitarbeiters bestimmt darüber, wie der sich verhält. Und wenn ich das Verhalten versuche zu korrigieren, also das kann ich mit Belohnung und Bestrafung, kann ich sehen, kann ich es erreichen, dass der sich anders verhält, aber die Haltung, die darunter, die hat er ja noch nicht Ja. geändert. Und wenn ich mit meinen Belohnungen aufhöre, fällt er wieder zurück Genau. in die alte Haltung und das damit einhergehende Verhalten. Und Haltungen zu verändern, das ist sozusagen in unseren bisherigen Ausbildungsgängen nicht so richtig vorgesehen. Genau, weil die Schulungen zielen ja auch wieder auf das Verhalten und Genau. die werden ja auch wieder vorgegeben. Das heißt also, du Ja. machst ja auch wieder den Menschen zu dem, zum Objekt deiner Ziele durch diese Schulung wieder. Das heißt also, ja, und so Alles wie sie. verwurschtelt, ja, alles Genau. verwickelt. Ja, und jetzt könnte man aber hergehen und könnte sagen, okay, wenn ich diese Einstellung, diese innere Haltung verändern will, dann müsste ich erstmal versuchen zu verstehen, wie die überhaupt entsteht. Das ist ja nichts Kognitives, diese Einstellung, diese innere Haltung. Das ist immer auch etwas, wo das Herz dran hängt. Also ich bin jemand, der nicht leben kann, ohne dass Ordnung herrscht. Oder ich bin jemand, der einfach gerne sich die Welt anguckt und dem alles andere auf dieser Welt völlig egal ist. Das sind ja Einstellungen. Und diese Einstellungen entstehen durch Erfahrung. Nicht durch Unterricht, nicht durch Belehrung, sondern die meist beim Unterricht und bei der Belehrung gemachten Erfahrungen. So, und die werden im Hirn sozusagen als gekoppelte Netzwerke abgespeichert. Da ist bei jeder Erfahrung, die du machst, ist immer ein kognitiver Anteil. Ja, also das und das ist passiert bei dem Mitarbeitergespräch mit meinem Chef. Ja, hat er das und das gesagt. Und zu Hause kannst du aber auch noch erzählen, wie dir es dabei gegangen ist, als er das gesagt hat. Und das hängt zusammen. Deshalb sind Erfahrungen immer emotional und kognitiv gekoppelt. Mehrere ähnliche Erfahrungen verdichten sich da oben zu etwas, das nennt man dann eine Haltung. Eine Meta-Erfahrung sozusagen. So, und die kannst du jetzt nicht ändern, indem du auf den einen redest. Das ist ja dann erreichst du nur den kognitiven Ast. Und anschließend sagst du, na, ich traue ihm doch nicht. Und du kannst es auch nicht ändern, indem du ihn küsst und umarmst. Dann sagt er, ach, er weicht mir das Herz, aber wer weiß, was er jetzt wieder vorhat. So, das heißt, du kommst nicht weiter. Und wenn Einstellung und innere Überzeugung durch Erfahrungen entstehen, dann gibt es nur einen Weg. Du musst dieser anderen Person eine Möglichkeit bieten, eine andere, eine günstigere Erfahrung zu machen. Dann täte sich auch die Haltung verändern. Das heißt, die Möglichkeit, Menschen zu verändern, jetzt unter Anführungszeichen, wäre, ihnen eine andere Erfahrung anzubieten oder Du kannst die niemals ändern. zu Ja, du ermöglichen. musst dich damit abfinden, dass du sie nicht verändern kannst. Du kannst sie abrichten und dressieren, aber das ist ja keine Veränderung. Das ist nur Genau. zurechtgebogen. Wenn du wirklich dir wünschst, dass sich der andere ändert, dann musst du dich damit abfinden, dass er der Einzige ist, der das kann, nicht du. Aber du könntest Bedingungen schaffen, in denen er eine Erfahrung macht, die dazu führt, dass er sich ändern will, weil das so schön war. Also einer, der nie gerne mit anderen zusammengearbeitet hat und dann plötzlich erleben darf, wie schön das ist, mit anderen Menschen im Chor zu singen, könnte zu der Auffassung kommen, dass das doch eigentlich was Tolles ist, mit anderen gemeinsam was zu machen. Und dann könnte er vielleicht noch andere Erfahrungen machen, wo er das Gleiche erlebt. Und am Ende geht er dann in die Firma und freut sich darüber, dass er andere Mitarbeiter hat, mit denen er gemeinsam arbeiten kann, tätig sein kann, kreativ sein kann, in ko-kreativen Prozessen Probleme lösen kann, die man alleine sowieso nicht lösen kann. So, aber du musst das eben, musst ihm diese neue Erfahrung ermöglichen. So, und die kann man nicht machen. So, das, was du kannst, und das ist immer das, was uns so schwer fällt, ist, du kannst die andere Person eben einladen und ermutigen und inspirieren, diese neue Erfahrung, also sich wenigstens mal darauf einzulassen. Und mal zu gucken. Vielleicht
ist es so, wie ich das eben mit dem Chor beschrieben habe. Da merkst du auch, wie subtil das ist. Ich habe das Beispiel ja absichtlich gewählt, weil es kommt ja kein Chef darauf, einen teamunfähigen Mitarbeiter in den Chor zu schicken. Aber das wäre die Einladung. Die ist sicherlich hilfreicher, als wenn der ihn zu einem Seminar schickt, wo man Teamarbeit lernen soll. Das heißt, die Führungskraft muss sich mehr als Ermöglicher verstehen und in eine Haltung des Ermöglichers gehen, des Einladenden, des Ermutigens und des Inspirierenden letztendlich. Ja, jedenfalls dann, wenn er Mitarbeiter möchte, die selber denken. Wenn er andere braucht, die einfach das ausführen, was er tut, dann muss er die Peitsche nehmen und das Zuckerbrot und so weitermachen, wie die meisten im folgenden Jahrhundert ja auch gearbeitet haben. Ja, wobei ich das Glück habe, dass ich mit vielen Unternehmern zusammenarbeiten darf, die das schon erkannt haben, dass es etwas Neues braucht. Die aber noch eben auf der Suche sind, wie kann ich wirklich vorgehen zwischen den doch äußeren Rahmenbedingungen, die es nach wie vor gibt. Die Banken wollen Erträge wirtschaften oder wollen Ergebnisse sehen. Andere Stakeholder wollen Ziele sehen und Ergebnisse sehen und wollen Geld sehen. Und da hier diesen Weg zu finden, wie kann ich die Gestaltungspotenziale der Menschen fördern, dass wir letztendlich auch dann neue Ideen kreieren und dass wir auch neue, ja, Produkte auf den Markt bringen oder Leistungen anbieten oder wie auch immer. Ja, der Unternehmer oder die Führungskraft muss ja selbst einer sein, der etwas entscheiden kann, der irgendwie auch den Rücken frei hat, der Spielräume hat. Und wenn in einer Firma so viel Druck gemacht wird, dass gar kein Spielraum mehr da ist, gibt er das nach unten durch. Ist doch klar, dann kann er das auch nicht. Dann ist das auch von dem zu viel verlangt, die Mitarbeiter einzuladen. Dann ist es besser, man gibt ihm eine scharfe Peitsche und ordentliche Incentives, damit er die Mitarbeiter mit Belohnung und Bestrafung dorthin treiben kann, wo die nächsten Quartalszahlen zu erreichen sind. Also kurzfristig, wenn man so unterwegs ist, dass man kurzfristige Lösungen braucht, geht es nicht. Aber, und das wollte ich ja am Anfang schon sagen, diese kurzfristigen Lösungen, die man findet, sind immer Sackgassen, weil sie langfristig Schaden erzeugen. Und deshalb wäre es schon gut, sich gelegentlich zu überlegen, ob man jetzt wirklich die kurzfristige Lösung will und auch einsetzen will, oder ob es nicht besser wäre, im Sinne des Unternehmens und des langfristigen Erfolgs des Unternehmens dann etwas längerfristig das Ganze zu betrachten. Das ist natürlich bei Unternehmer oder eigentümergeführten Unternehmen, die ich zum Glück viele begleiten darf, leichter, weil die haben längere Perspektiven. Die haben nicht Quartalszahlen, sondern die denken in 10 Jahresrhythmen für Generationen, sich vorzusorgen. Das ist auch deren Vorteil. Ich glaube, dass die eigentliche Innovationskraft ja aus diesem Bereich kommt. Und das unterscheidet sich ja diametral von jemandem, der da der Chef eines DAX-geführten Ja, Aktienunternehmens ist. Der ist definitiv. eigentlich gar kein Entscheider, das ist ein Ausführer. Der hat auch nichts zu entscheiden. Der muss diese Quartalszahlen erreichen, sonst fliegt er raus. Und das, wie die Führungskräfte so unterwegs sind und welchen Druck die haben, das wird natürlich das ganze Unternehmen bestimmen, bis zum Hausmeister unten hin. Und das sieht man dann ja auch. Also ein Kollege, ein Berater hat mir mal gesagt, er kommt in die Firma rein und unten an dem Rezeptionstisch braucht er nur einmal mit den Leuten 2 Worte zu reden und dann weiß er, was da für ein Betriebsklima in der Bude herrscht. Ich habe vor kurzem einen Eigentümer interviewt, der auch erzählt hat, ich komme in die Firma rein und ich weiß, ob die Firma noch lebt oder schon tot ist. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und das ist aber dann eben von oben nach unten durchgängig. Das ist nicht immer nur eine einzelne Abteilung, die nicht funktioniert, sondern ja, wie das im Deutschen heißt, der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken. Das ist etwas, was sich leider oder ja, was sich immer wieder wiederholt. Ja, aber jetzt haben wir ja gesagt, dass sich jeder Mensch nur für sich selbst verändern kann und er muss eine Entscheidung treffen. Und wir haben im Vorgespräch ja auch noch herausgearbeitet, ist es wirklich eine Entscheidung oder ist es ein Entschluss? Und ich glaube, hier gilt es auch noch einmal, da könnten wir noch einmal eine spannende Perspektive einführen in diesem Podcast, zu schauen, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich eine Entscheidung, wo ich etwas ausscheide? Oder möchte ich oder bräuchte ich einen inneren Entschluss,
dass ich mich verändern möchte als Mensch, als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder wie auch immer. Das ist extrem spannend, weil wir natürlich, also erstens ist es so, dass die meisten Menschen gar keinen Unterschied kennen zwischen entscheiden und sich entschließen. Unternehmer, glaube ich, können es noch am ehesten, vor allen Dingen dann, wenn sie für irgendetwas Verantwortung übernehmen. Ja. Das ist ja ein Entschluss, diese Verantwortung zu übernehmen und keine Entscheidung. Mhm. Entscheidung ist immer etwas, wo ich abwäge. Hier ist das und da ist das und dann frage ich, was mache ich denn jetzt? Politiker entscheiden ständig irgendwas und da haben sie diese Möglichkeit und diese Option und dann wird irgendwas entschieden. Und da gibt es eine sonderbare Tendenz, nämlich, dass diese Entscheidung, ja, weil man ja nun auch in der heutigen Zeit nicht immer so sicher ist, wie man sich entscheiden soll, holt man dann Informationen bei. Also man informiert sich. Da gibt es ja viele Geräte und inzwischen sogar lernfähige Software, mit deren Hilfe man alle Informationen zusammensuchen kann, die entweder für dieses oder für jenes sprechen. Ja, dann kann man sich auch noch Berater holen und Experten, die ihre Sülze auch noch mit dazu tun. Und dann hat man sozusagen irgendwann einen Zustand, wenn man das zu Ende denkt, wo wirklich die Geräte so gut sind und die Experten so gut sind, dass die einem klipp und klar sagen, so geht's. Das ist das Richtige und das ist das Falsche. So, und das ist ein Punkt, wo man dann ehrlich zugeben muss, auch als Unternehmer, jetzt treffe ich gar keine Entscheidung mehr. Jetzt folge ich nur noch einem Algorithmus oder einem Experten, von dem ich überzeugt bin, dass der das Richtige macht. Und so fallen heute und so werden heute auch in der Politik Entscheidungen getroffen. Ich komme in eine schwierige Position als Politiker und muss jetzt eine Entscheidung treffen. Die Medien drücken auch, das Virus ist ausgebrochen, wir haben die Pandemie und jetzt muss ich schnell irgendwas entscheiden. Ich weiß ja gar nicht, was ich entscheiden soll. Ich habe keine Ahnung von Viruserkrankungen und was mache ich dann? Dann hole ich mir Experten und frage die. Und wenn ich dann Experten habe, die sich mit Viren besonders gut auskennen, dann kriege ich lauter Ratschläge, was man genau machen muss, damit dieses Virus sich dann nicht weiter ausbreitet. Und wenn ich dann nicht da bedenke, dass jede Maßnahme auch eine langfristige, möglicherweise nicht so günstige Wirkung hat, folge ich diesen Expertenratschlägen und treffe die Entscheidung behaupte dann, wir haben entschieden, wir Politiker haben, aber in Wirklichkeit haben die nichts entschieden, die haben das gemacht, was die Experten gesagt haben. Und bei den Experten ist ja noch klar, die können sich noch irren, das ist ein Glück, aber diese Algorithmen, die wir inzwischen haben und in den nächsten Jahren immer weiter vervollständigen, die werden sich nicht mehr irren. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, ist das das Richtige oder das das Richtige, machen die das? Und damit verliert der Mensch eigentlich immer mehr seine Position als jemand, der etwas entscheidet. Also alles, was sich in Algorithmen ausrechnen lässt, braucht nicht mehr entschieden zu werden, sondern da ist die Entscheidung aufgrund der Datenlage gefallen. Das nennen die dann auch alternativlos. Ne? So. Und das bedeutet, am Ende verliert der Mensch das Wichtigste, was ihn eigentlich als Mensch ausmacht, nämlich, dass er eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat. Sondern da gibt es nichts mehr zu entscheiden. Und deshalb finde ich es so spannend, dass wir im Deutschen noch einen anderen Begriff haben. Also es gibt ja auch Entscheidungen, die sind so komplex, dass die keinen Taschenrechner und auch keinen Supercomputer ausrechnen. KI. Das ist so eine Entscheidung, möchte ich mit diesen anderen Menschen, mit dieser anderen Frau, mit diesem anderen Mann mein Leben teilen. Wofür möchte ich mich in meinem Leben einsetzen? Wofür möchte ich das mir geschenkte Leben einbringen? Welche Talente und Begabungen möchte ich zur Entfaltung bringen? Da kann man 100-mal so einen Rechner fragen, das wird der nicht entscheiden können, weil das hängt ja total von mir ab. Ja. Also ich bin das, der das. Also deshalb, es gibt nicht objektivierbare Fragestellungen, die kann nur die betreffende Person klären. Und da gibt es auch keine Alternative. Also wenn ich mich jetzt für diese Frau entscheide, dann kann ich mich nicht im halben Jahr für eine andere entscheiden. Und für diesen Fall haben wir im Deutschen eben auch ein anderes Wort. Das heißt entschließen.
Und da merkst du, das ist jetzt plötzlich was anderes als entscheiden. Bei entscheiden heißt es immer, das kann auch wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist sehr stark durch Datenlagen und äußere Faktoren bestimmt. Also da bin ich gar nicht so sehr mit meinem Inneren gefragt. Also ich bin nur noch der, der hier rechts oder links sagt. Aber eigentlich ist alles schon klar, wenn ich über alles genau Bescheid weiß. Aber in einem Entschluss fassen, das ist was anderes. Ein Entschluss kann ich nur aus meinem tiefsten Inneren heraus fassen. Den kann auch kein anderer für mich fassen. Ich bin derjenige, der den Entschluss fasst, verantwortungsvoll mit meinen Mitarbeitern umzugehen. Das ist keine Entscheidung. Weil Entscheidung würde heißen, ich habe auch die andere Alternative. Nein, die andere Alternative will ich ja gar nicht haben. Indem ich den Entschluss fasse, schließe ich die andere Alternative als Möglichkeit aus. Und das ist etwas, das hat riesige Konsequenzen, wenn man das zu Ende denkt. Weil das bedeutet, dass wir als Menschen dadurch, dass wir in der Lage sind, uns für etwas oder zu etwas zu entschließen, uns über alle objektiven Gegebenheiten hinwegsetzen können. Ich kann diese Frau zu meiner Frau nehmen, obwohl alle anderen sagen, die ist blöd und die sieht nicht gut aus. Es ist mein Entschluss. Nicht meine Entscheidung, mein Entschluss. Finde ich Und eine wenn du das weiterdenkst, dann heißt es, du kannst dich zum Beispiel entschließen, freundlich mit deinen Mitarbeitern umzugehen. Das ist ein Entschluss, keine Entscheidung. Dann machst du das auch und kommst auch nicht wieder runter von dem Ding, weil es entspricht einem inneren Idealbild von dir, an dem du das ausrichtest. So einer möchtest du sein. Ich kann mich entschließen, alles dafür zu tun, dass ich meine eigene Würde nicht verletze. Das ist ein Entschluss. Ich könnte es auch anders machen, aber ich will es definitiv nicht mehr. Ich könnte mich entscheiden, ein friedfertiger Mensch zu sein. Das ist ein Entschluss. Und da bringt mich auch nichts davon ab. Selbst wenn um mich herum alle rumballern, ich werde weiterhin versuchen, ein so friedfertiger Mensch wie nur irgend möglich zu sein, weil ich es so für mich beschlossen habe. Ja, und weil ich das in meine Haltung aufgenommen habe, Und das ist dann bin ich deine ja ganz Idee. verschränkt mit dem Thema des von vorher mit der eigenen Haltung und Genau. Einstellung. Genau. Weil daraus wird ja dann das, was wir dann die Haltung nennen. Du entschließt dich so zu sein, machst die Erfahrung, dass das gut ist, weil es mit deinem Entschluss übereinstimmt und dich sozusagen authentisch macht. Und daraus erwächst diese innere Haltung eines friedfertigen, eines liebevollen, eines einfühlsamen oder was weiß ich was Menschen. Und weil ich ja dann auch die Erfahrung damit mache, verfestigt sich diese Haltung noch immer mehr in mir und ich habe auch noch Spaß daran. Und es Weil du tut dir ja meinem. auch immer, du wirst ja immer kohärenter mit dir selbst. So, und jetzt merkst du, mit einer Entscheidung geht das nicht. Eine Entscheidung wäre immer etwas, was du jetzt mal machst, aber übermorgen auch wieder anders machen. Könnte gute Gründe geben, dass du es übermorgen anders machst. Und das ist starker Tobak, weil das eigentlich ein grundlegendes Herausstellungsmerkmal des Menschlichen in uns ist, was uns auch niemals durch künstliche Intelligenzen abgejagt werden kann. Also diese künstlichen Intelligenzen, die können ja die kognitiven Fähigkeiten, auf die wir mal so stolz waren, das sind die eigentlich viel besser schon längst. Ne? Aber die können eben keinen Entschluss fassen. Das können sie nicht. Die können nur entscheiden. Ja, und die entscheiden aufgrund der Datenlage, die irgendwie von irgendjemandem eingespeist worden Und ist. genau genommen entscheiden sie auch nicht, sie rechnen nur. Ja, es ist nackte Kalkulation. Und dann spätestens an der Stelle merkt man, dass der Begriff Entscheiden eine rein kognitive Ebene ist, die nichts mit uns zu tun hat. Und deshalb wäre es schön, wenn wir mit diesem Gespräch ein bisschen zum Nachdenken anregen könnten, dass der eine oder andere sich mal fragt, ob er sich in seinem Leben auch schon mal zu etwas entschlossen hat. Ja, Entschieden das. hat sich jeder schon tausendmal, wo er zumindest geglaubt hat, er hätte sich entschieden. In Wirklichkeit ist er auch nur der Datenlage nachgerannt. Aber ob er sich zu etwas entschlossen hat, Und für mich,
Ja, für mich hat das auch eine andere Verbindlichkeit. Also ich spüre eine andere Verbindlichkeit in diesem Begriff, auch in Natürlich, weil diesem du das Wort. selbst für dich gemacht hast. Du hast Genau. es nicht für andere gemacht, nicht aus objektiven Ursachen und Gründen, sondern aus deiner ganzen Subjekthaftigkeit heraus. Du als Gerald Ziegler hast dich entschlossen, das so und so in Zukunft immer handhaben zu wollen. Und da sind wir auch bei der eigenen Frage, was sind so meine Bedürfnisse, was ist so meines, was ist so mein Sein und wer will ich sein? Genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, da bin ich natürlich ganz nahe bei mir und da bin ich nicht im Außen bei den anderen, um zu gefallen oder um irgendetwas zu tun, sondern bin ich bei mir, um mir zu gefallen sozusagen oder Und mein Leben damit, zu leben, meine Bedürfnisse zu erkennen. genau, und damit bist du auch nicht mehr verführbar. Ja. Ne, wenn du nur eine Entscheidung getroffen hast, da können immer Leute kommen mit anderen Argumenten, dann merkst du, war eine falsche Entscheidung, muss anders machen. Aber ein Entschluss, den du für dich persönlich gefasst hast, nach reiflicher Überlegung und tiefer Introspektion, den wird ja keiner wieder ausreden können, weil das ist ein Weg, den du gehst. Ja, und da bin ich dann bei meiner Würde in der letzten Damit bist du Konsequenz. bei dir, bei deiner Subjekthaftigkeit, bei deiner Würde, bei deiner Genau. Authentizität. Und ich glaube, dass man dir das dann auch ansieht, dass du jemand bist, der bei sich ist. So heißt das auf Deutsch. Der nicht im Außen ständig guckt, was er machen muss, damit er erfolgreich ist, sondern der bei sich ist und aus sich selbst heraus weiß, was er machen will, nicht muss, will. Was er will, ja, genau. Das finde ich so schön, weil es gab mal so eine bescheuerte Diskussion, die von den Hirnforschern angezettelt worden ist, vor einigen, also 20, 30 Jahren, über die Frage der Willensfreiheit. Hat der Mensch einen freien Willen? Und da haben sie dann diskutiert, weil es Experimente gab, dass man feststellen konnte, dass kurz bevor ich eine Handlung ausführe in meinem Hirn da oben, wenn ich zum Beispiel mit dem Finger irgendwo drauf drücke, schon ein Aktionspotenzial aufgebaut ist. Und dann haben sie gesagt, guck, das Hirn hat schon entschieden und du führst es nur noch aus. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil das hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Sondern das sind ja Leute in solche Experimente gegangen, haben dafür Geld gekriegt, dass sie das machen, was ihnen gesagt worden ist, und dann haben sie halt ausgeführt. Und das, bevor ich eine Bewegung ausführen will, hier oben erstmal bereitgestellt werden muss, dass das auch funktioniert. Beim Drücken eines Knopfes ist das noch nicht so ersichtlich, aber ich stelle dir mal vor, du wolltest jetzt einen Rad schlagen, als du das in deinem Alter noch kannst. Aber ohne dass du dich vorher hingestellt hast und dir den Bewegungsablauf im Hirn klargemacht, und das können die Hirnforscher messen, wie du da das Bild des ratschlagenden Gerald aufbaust. Und erst wenn du das Bild hast, kannst du loslegen, sonst brichst du dir den Hals. Das heißt, das hat überhaupt mit Entscheidungsfreiheit nichts zu tun. Und die Hirnforscher wären verzweifelt, wenn die uns jetzt hier zugehört hätten und wir über das reden, was wir die Fähigkeit für sich selbst einen Entschluss zu fassen nennen. Weil da fängt die Freiheit an. Nicht bei Genau. einer blöden Entscheidung, ob ich so oder so machen will, die dann am Ende sich auch noch als gar keine herausstellt, weil ich sowieso so machen muss, wie die Datenlage das vorgibt. Aber ein für mich selbst beschließen, dass ich so ein Mensch sein möchte, der ne, so. Das ist eine Nummer, da kommen wir in Bereiche, da wird es sehr, sehr spannend, weil es dann zeigt, dass erstens Menschen keine Tiere sind, aber auch keine Rechenmaschinen. Ja, das ist spannend, weil da wird man dann ja zum Zukunftsgestalter und Changemaker des eigenen Lebens. Genau das ist, wie mein Podcast ja auch heißt. Das finde ich jetzt echt richtig Wunderbar. cool und richtig genial. Wunderbar. Ja. Dann vielen Dank. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch ein oder zwei Tipps an Zuhörerinnen und Zuhörer geben, wenn die jetzt sozusagen da angestachelt worden sind, über diese Dinge noch weiter nachzudenken. Hast du da irgendetwas noch Konkretes, wie sie diese Gedanken noch für sich selbst fortsetzen könnten oder was sie konkret tun können? Du ahnst schon, dass ich nicht jemand bin, der anderen Leuten Ratschläge gibt Sind auch Schläge. und sie damit zum Objekt Ja. meiner Klugscheißerei mache. Nein, ich also. Aber wenn wir das nochmal Revue passieren lassen, was wir da eben gesagt haben, Ja. dann bedeutet das ja, dass ich in meinem Leben versuchen muss, in mich hineinzuhören, in mich hineinzuspüren, damit ich rauskriege, welche wahrhaftigen Bedürfnisse in mir schlummern und
falls ich auf einen Weg geraten bin, wo ich diese Bedürfnisse angefangen habe zu unterdrücken, damit ich optimal funktioniere, dann bin ich auf einem Irrweg angekommen und bin dabei, mich immer stärker in dieser Weise zu verwickeln. Und wenn es mir dann nicht gelingt, mich aus diesen Verwicklungen zu befreien, und den meisten gelingt das eben leider nicht, dann bin ich jemand, der andere Leute auch nur verwickeln kann. Also bevor ich über meine Mitarbeiter mich ärgere, muss ich mich erstmal fragen, wie verwickelt ich selber bin und wie ich aus diesen Verwicklungen herausfinde. Und da kommen wir wieder mit in diesem Bereich, wo wir eben mit dem Entschluss waren. Ich kann ja nur mich selber erden und mich finden, indem ich in mich hineinspüre. Und das kann ich nur, wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe. Wenn ich mich selbst als Trottel verurteile, mich für zu doof halte, dauernd an mir selber herumkritisiere und mich selber zum Objekt meiner eigenen Bewertung mache, ist aus die Maus. Und wenn ich la lauter Fremdentscheidungshilfen folge und dann also etwas esse, was mir gar nicht gut tut, mit Leuten essen gehe, die mir nicht gut tun, an Orten esse, die mir nicht gut tun, oder abends vor dem Gerät sitze und mir ein Zeug angucke, was mir nicht gut tut, dann könnte ich auch einfach sagen, das möchte ich nicht. Ich könnte mich entschließen, zu sagen, ich schalte das jetzt mal ab. Und dann entsteht eine wunderbare Situation, nämlich dass du erlebst, dass du jetzt wieder Gestalter deines eigenen Lebens wirst. Du kommst in deine Gestaltungskraft zurück. Und weil du dich auch ein wenig nach deinen eigenen Bedürfnissen erkundigt hast, bist du jetzt auch wieder stärker mit dir und deinem eigenen Körper verbunden. Und damit sind die beiden Grundbedürfnisse, mit denen du schon auf die Welt gekommen bist, das nach Verbundenheit und das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, die sind auf einmal gestillt. Und wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, bist du kein Bedürftiger mehr. Und wenn du kein Bedürftiger mehr bist, dann brauchst du auch nicht ständig andere Leute, die dir aus deiner Bedürftigkeit heraushelfen. Auch nicht als Chef, der dann gerne andere Leute braucht, die ihn bewundern oder die ihm Respekt zollen oder die auf ihn hören und ihm gehorchen. So, also bedürftige Menschen sind, glaube ich, diejenigen, die in Zukunft keine großen Chancen mehr auf diesem Planeten haben. Wenn du dich aber mit deinen Bedürfnissen verbindest und wieder Gestalter deines eigenen Lebens, zunächst erstmal deines eigenen Lebens, liebevoll zu dir selbst, dann bist du auch automatisch liebevoll zu anderen. Und dann brauchst du andere Leute nicht mehr. Das, also sich um sich selber kümmern kann man am besten allein. Das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Und das führt dann dazu, dass du nicht mehr ständig was von anderen Menschen haben willst. Also Bewunderung, Anerkennung, Unterwerfung und was auch alles, sondern dann bist du jemand geworden, der nicht mehr bedürftig ist und der deshalb anderen Menschen was schenken kann. Und das ist aus meiner Sicht die Führungspersönlichkeit der Zukunft. Nicht jemand, der die Mitarbeiter braucht, um seine eigene Bedürftigkeit abzuarbeiten, sondern der bei sich ist, der sich entschlossen hat, seine eigene Würde nicht zu verletzen und Chef zu sein, der alles daran setzt, dass sich seine Mitarbeiter entfalten können. Ja, Das wäre wunderbar. Zukunftsmusik. Ja, wunderbar. Dann arbeiten wir gemeinsam an dieser Vision, an diesem Zukunftsbild. Und ich denke, ein besseres Schlusswort hätte es ja jetzt nicht geben können. Wir können die frohe Botschaft nur verbreiten. Genau. Umsetzen muss es derjenige, der den Entschluss fasst. Ja, aber die Verbreitung, denke Jawohl. ich, das ist ermutigen, das ist anregen, das ist inspirieren, das ist einladen, denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir beide gerne machen würden, oder? Sehr gerne. Hat Sehr mir gerne. Freude gemacht mit dir. Ja, mir auch. Vielen herzlichen Dank Ich für danke deine dir. spannenden Ausführungen. Es war ein schönes Gespräch. Ich danke dir. Alles Gute. Danke. Auch allen, die Dankeschön. uns hier jetzt zugehört haben. Ich danke auch.